Hallo, ich bin Dennis, Azubi im zweiten Layer bei der Firma Lupp & Wolters. Heute möchten wir euch ein bisschen was zu unserer Betonmischanlage erzählen. Dafür habe ich euch meinen Kollegen Heiko mitgebracht. Ja, hallo, herzlich willkommen bei Lupp & Wolters. Das ist unsere Betonmischanlage to go. So Heiko, was kann unsere Betonmischanlage denn erstmal grundsätzlich mischen? Also wir bieten hier drei verschiedene Druckfestigkeitsklassen an. Ein C1215, ein C2025 und ein C2530. Je nachdem, welche Zementmenge zugegeben wird, ergibt das dann die verschiedenen Druckfestigkeitsklassen. Du sprichst jetzt gerade schon vom Zement. Ich habe letztens von einer Kollegin gehört, dass wir dann ganz speziellen Zement mit reinmischen. Ja, wir mischen hier rein mit einem Trasszement. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Monokornbeton an, welchen wir auch anbieten, in 2 bis 5 und 8 bis 16, wenn ich diesen Trasszement zusetze, habe ich den Vorteil, es gibt keine Ausblühung. Nachher später in den Belag, welchen ich oben aufbringe, zum Beispiel in der Tursteinbelag, dann ist das gewährleistet. Okay. Haben die grundsätzlich noch irgendwelche Unterschiede? Ich habe auch schon mal gehört, dass wir beispielsweise Verzögerer mit beimischen. Wir bieten einen Verzögerer an, genau. Das schafft mir nach hinten raus etwas mehr Luft in der Verarbeitung. Weil so ein Prozess, wenn er einmal am Rollen kommt, hat das natürlich den Nachteil, dann sollte man diesen Prozess auch nicht mehr unterbinden, diesen Abbitterprozess. Deswegen liefern wir den Beton auch nicht aus und bieten nur Abholung an, um das Zeitfenster relativ klein zu halten. Alles klar. Wie läuft das denn grundsätzlich ab, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte mir Beton abholen? Ganz einfach. Du kommst einfach bei uns vorne in den Verkaufsraum rein. Du kommst dann, je nachdem, auf Lieferschein oder auf Barverkauf, du bekommst eine Chipkarte, die steckst du dann hier rein. Die Anlage erkennt automatisch, welches Programm hinterlegt ist. Und danach wird der Beton gemischt. Die Abgabemengen variieren zwischen 0,2, 0,5, 0,75 und 1 Kubikmeter. Wobei 0,2 dann schon 400 Kilo sind. Da sollte man sich dann auch wirklich die Gedanken vorstellen. Wann kann ich die denn grundsätzlich abholen? Zu unseren ganz normalen Öffnungszeiten oder haben wir da spezielle Zeiten? Ja, also wir haben ganz normale Öffnungszeiten. Der Beton ist zu bekommen jeden Tag ab 7, auch samstags. Samstags bis 12 und unter der Woche bis 18 Uhr. Ja, alles klar. Wenn Sie nun Interesse an Beton to go haben, können Sie sich gerne bei uns melden. Ansonsten wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag.